Hallo, mein Name ist Holger Steinbrink. Ich bin Keys-Fachautor und Dozent für Musikproduktionsseminare. Und in diesem Keys-Shortclip geht es um die Optimierung von Schlagzeug-Sound. Und dafür nutze ich das Neve 88 RS-Plugin von Universal Audio. Und zunächst schauen wir uns mal an, was kann denn dieses Plugin überhaupt? Der Neve 88 RS ist ein Channel Strip Plugin und das läuft bei mir hier auf meinem Apollo 8 auf der UAD-Plattform, wird also praktisch extern berechnet. Und wir schauen uns gerade mal an, was denn dieses Plugin überhaupt ist. Wie gesagt, ein klassischer Channel Strip, der aus einer Eingangssektion besteht, kann man Line und Mikrofon umschalten. In meinem Fall steht es jetzt auf Line, weil ich natürlich mit einem normalen Line-Signal innerhalb des Sequencers arbeite. Dann habe ich hier eine, ja, ich sag mal, Vorpegelung mit einem EQ, den ich machen kann, also praktisch Tiefen und Höhen, die ich absenken kann. Und dann habe ich hier eine Kombination aus einem Gate und einem Expander. Das ist im Prinzip dieser Teil hier runter und einem Limiter und einem Kompressor und habe hier nochmal einen klassischen EQ mit einem Highband, den Mitbändern und einem Lowband, und mit diesem Schalter hier kann ich die Position des EQs vor diese Dynamiksektion verschieben. Und das Schöne ist, dieses Plugin macht eine sehr unauffällige Bearbeitung des Signals und dafür ist es wie geeignet, in meinem Fall für die Summenbearbeitung von Schlagzeug. Wir hören uns erstmal an, was ich mache, also noch ohne Bearbeitung. Das Schlagzeug klingt nicht so lebendig, es fehlt der Druck. Ich schalte es jetzt mal hier auf Solo und habe im Prinzip das Plugin hier auf die Gruppenspur gelegt. Da läuft also mein gesamtes Schlagzeug durch und wir fangen einfach an. Ich nehme ein paar Presets und gucke mal, was das Plugin überhaupt macht. Klicke mal hier oben drauf und lasse das dabei einfach mal laufen. Das ist zu viel. Ja. Also wie gesagt, ich merke, da passiert einiges, aber ich möchte es einfach selber einstellen. Ich fange mal hier oben mit an. Im Prinzip lasse ich das auf Line stehen und möchte jetzt hier oben vielleicht ein bisschen den Bass rausnehmen. Das heißt, ich gehe hier auf ungefähr 50 Hertz und schalte das ein. Das heißt, dann wird schon mal mein Bass entfernt. Können uns das mal direkt anhören. Wichtig ist, dass man hier nicht hört, dass die tiefen Frequenzen wirklich ausgeblendet werden. Das ist zu viel. Bleiben wir hier. Gate und Expander würde ich hier gar nicht empfehlen, da ich hier gar keine Störgeräusche habe. Wie gesagt, das Schlagzeug kommt aus der Konserve. Deshalb arbeite ich hier einfach mit dem Limiter und entsprechend Kompressor. Und hier wählen wir einfach mal eine Ratio von 3 zu 1, machen mal ein Auto-Release hier an und probieren einfach mal mit dem Threshold, wie das Signal sich verhält. Ein bisschen Gain auf. Ich schalte noch mal aus. Man merkt, es verdichtet sich und die Snare kommt etwas mehr raus. Das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt gehe ich in die Equalizer-Sektion. Ja, gut, Höhen möchte ich eigentlich nur wenig bearbeiten. Ich würde mal sagen, so bei 8 Kilohertz ein bisschen was reindrehen. Können wir mal hier schauen. Dazu schalte ich mal hier oben das High-Q an. Das ist natürlich zu viel, aber so ein bisschen. Das macht einen ganz schlanken Fuß. Dann überlege ich mir so ein bisschen, um das Signal anzuwärmen, könnte man ein bisschen zwischen 1,4 und 2,4 Kilohertz das Signal anheben. Und das machen wir mit einer, ja, moderaten Filtergüte. Extrem. Nur ein wenig, wie hier. Und schließlich noch den Bass. Da lohnt es sich ein Ticken, das Signal anzuheben. So viel. Ich kann generell noch ein bisschen mehr Input drauf geben, indem ich diesen Line hier oben einfach mal ein bisschen aufdrehe. Ich schalte mal komplett auf Bypass, ohne Bearbeitung, mit Bearbeitung und alles zusammen. Ja, und das war auf die Schnelle eine Aufwertung meines Schlagzeugsounds eben mit so einem Channel Strip, in dem Fall dem Neve 88 RS. Und das lohnt sich auf jeden Fall, die Schlagzeugsumme mit solchen Tools zu bearbeiten, weil dadurch kriegt man einfach einen besseren Sound. Viel Spaß beim selber ausprobieren
Und wir hören und sehen uns wieder bei den nächsten Keys Short Clips.